Im August 1914 schritt der Krieg in Belgien, Frankreich und Serbien fort. Währenddessen genehmigte oder zumindest ignorierte die deutsche Führung die großflächigen Hinrichtungen und Schändungen von Zivilisten sowie die Plünderung und die Zerstörung von besetzten Städten. Eine geschockte Welt sah zu. Mein Name ist Christoph, herzlich willkommen auf diesem Kanal. In der letzten Woche standen wir auf den europäischen Schlachtfeldern. Im Westen gab es 3 deutsche Armeen, insgesamt 750.000 Männer. Die linke Flanke war in Lorraine stationiert und der Rest drang immer weiter in Belgien vor. 30 Kilometer schafften die Soldaten am Tag, ein außergewöhnliches Tempo. Auf ihrem Weg schlugen sie jede entgegenkommende französische Armee nieder, während sich aus dem Westen die britischen Expeditionskorps unter Feldmarschall John French näherten. In Ostpreußen zogen sich die Deutschen weiter zurück und die Russen rückten näher. Im Westen sahen die Dinge aus deutscher Sicht nach all den Siegen der letzten Wochen eigentlich ziemlich gut aus. Ganz im Gegensatz zu dem Ruf, der ihnen vorauseilte, denn die grausamen Taten der deutschen Truppen gegen die Zivilisten nahmen weiter zu. Im belgischen Dinant reparierten deutsche Soldaten gerade eine Brücke, als ein paar belgische Zivilisten das Feuer auf sie eröffneten. Als Vergeltung erschossen die Deutschen über 600 belgische Männer, Frauen und Kinder. Am 20. August passierte Ähnliches in Ardennen. Dort gab es sogar eine gedruckte Anzeige des deutschen Generals von Bülow, veröffentlicht in Lüttich. Er schrieb: Die Bevölkerung von Ardennen griff, nachdem sie friedliche Absichten gegenüber unseren Truppen bekundet hatte, diese auf heimtückischste Art und Weise an. Mit meiner Genehmigung machte der Truppengeneral die Stadt dem Erdboden gleich und erschoss 110 Personen. In Tamin wurden 384 Menschen neben einer Kirche versammelt und erschossen. In Rossignol wurden 122 Menschen hingerichtet, weil sie angeblich die französische Armee unterstützt hatten. Es gab zig weitere solcher Vorfälle, die später bekannt werden sollten als die Schändung von Belgien. In der Stadt Löwen geriet es dann gänzlich außer Kontrolle. Die Deutschen belagerten Löwen am 19. August. Am 25. traf die belgische Armee aus Antwerpen ein und schikanierte die deutschen Truppen. Als das vorüberging, gaben die Deutschen allerdings den Bürgern Löwens die Schuld. In den darauffolgenden 5 Tagen brannten deutsche Truppen die Stadt und viele ihrer berühmten mittelalterlichen Gebäude nieder. Hunderte Zivilisten, Männer, Frauen und auch viele Geistliche wurden von den Deutschen hingerichtet. In der internationalen Presse gab es viele schreckliche Augenzeugenberichte und eine Überschrift der New York Tribune lautete sogar: Deutsche plündern Löwen und töten Geistliche. 10.000 Zivilisten wurden aus der Stadt getrieben, insgesamt 6.000 unschuldige Menschen wurden in den ersten Wochen in Frankreich und Belgien ermordet. Hier muss ich erwähnen, dass manche Leute heute glauben, dass Klagen wegen Kriegsverbrechen gegen Deutschland übertrieben waren. Aber das steht absolut nicht im Widerspruch zu gegenwärtigen Beweisen. Und es ist wichtig zu erwähnen, dass diese Verbrechen nicht nur von der militärischen Führung toleriert, sondern oftmals sogar angeordnet wurden. Die Geschichten der deutschen Kriegsverbrechen wurden ausgiebig in der britischen Presse diskutiert. Die Propaganda zielte darauf ab, zu zeigen, dass diese Verbrechen nicht irgendwo weit entfernt stattfanden, sondern in Belgien praktisch vor der Haustür. Ein Kriegseingriff wäre also eine moralische Notwendigkeit. Das motivierte die britischen Truppen ungemein, als sie am 23. August zum ersten Mal auf deutsche Truppen stießen in der Schlacht bei Mons. Die deutsche Führung hatte die britische Armee seit Wochen verspottet, sogar Witze gemacht, dass sie doch einfach die Polizei rufen sollten, um sie zu verhaften. Die Briten aber, die vor dem Krieg die einzige wirkliche professionelle Armee in Europa besaßen, hielten die zahlenmäßig überlegenen Deutschen lange Zeit zurück und richteten 3-mal mehr Schaden an, als sie selbst einstecken mussten. Deutsche Haubitzen, damalige Panzer, erreichten die Schlacht am Nachmittag und die britische Artillerie konnte nichts mehr entgegensetzen. Sie mussten sich zurückziehen. Parallel dazu wich auch die französische Armee zurück, während die deutsche Armee weiter durch Belgien marschierte und eine völlig unvorbereitete französische Armee nahezu überrannte. In den Tagen darauf gab es viele Kämpfe für die britische Armee, besonders am 26. August in der Schlacht von Le Cateau. Die Briten konnten ihre Stellung lange genug halten, um ihre Truppen sicher abzuziehen, bis Sir Horace Smithsonian, ein britischer General, den Befehl gab, zu stoppen und doch gegen die Deutschen vorzugehen, da diese so nah waren, dass die Nachhut so verstreut wurde, dass ein Kampf unausweichlich war. Smithsonian war ein erfahrener General, seit mehr als 30 Jahren diente er in der britischen Armee und er wusste, was er tat.
Obwohl der Kampf an diesem Tag tödlicher sein sollte als die D-Day-Invasion 30 Jahre später, befahl Smith Dorrien seinen Soldaten einen 12-Stunden-Einsatz gegen die deutschen Truppen. Die Briten waren müde und ausgelaugt und man sprach davon, dass der Krieg wirklich bis Weihnachten vorbei sein würde, weil Deutschland ihn gewinnen würde. Obwohl die Situation an der Ostfront für die Deutschen nicht so gut aussah, besonders nach der Niederlage in Gumbinnen. Moltke entließ seinen paranoiden General von Prittwitz und brachte General von Hindenburg aus dem Ruhestand zurück an die Kriegsfront. Hindenburg war bereits 1911 in Rente gegangen, hatte aber im Gegensatz zu anderen europäischen Beamten Kriege miterlebt. Von oben betrachtet war die Lage aus russischer Sicht gut. Sie hatten allerdings kolossale logistische und kommunikative Probleme. Sie verschlüsselten nicht mal ihre Telegramme und sämtliche Funksprüche konnten praktisch von jedermann abgehört werden. Und ein kleiner Zwischenfall sollte später große Wellen schlagen. Nach der Schlacht bei Gumbinnen fand man eine Notiz an einem toten russischen Offizier, auf der praktisch alle Pläne der russischen Offensive notiert waren. Bewaffnet mit diesem Wissen kehrten Hindenburg und sein Vertreter Ludendorff um und entschieden sich zum Angriff. Es sind eben manchmal diese kleinen Dinge. Am 24. August trafen die Russen und Deutschen aufeinander. Die Russen schlugen sich wahrlich nicht schlecht, aber es war eine Illusion. Am 26. brach die westliche Flanke der Deutschen durch die linke Flanke der Russen und schaltete deren Kommunikation ab. Einen Tag später passierte dasselbe auf der rechten russischen Flanke. Die Russen waren somit in der Mitte gefangen und ihnen lief die Zeit davon. Am 28. August gaben Scharen von insgesamt fast 100.000 Russen auf. 50.000 Männer waren gestorben oder verletzt. Diese spektakuläre Niederlage des Krieges machte Hindenburg zu einem deutschen Nationalhelden, auch wenn der Verdienst eigentlich auf den deutschen General von François zurückging. Ein Dorf in der Nähe des Schlachtfeldes, wo bereits im Mittelalter die Slawen die teutonischen Ritter besiegten, gab der Schlacht ihren Namen, Schlacht von Tannenberg. Diese sollte während des Krieges ein Symbol deutschen Stolzes werden. Ein großer Moment für die Deutschen. Ostpreußen war wieder gänzlich unter deutscher Kontrolle. Weiter im Süden hatte Deutschlands Verbündeter Österreich-Ungarn große Probleme, welche als Vorwand für eigene Kriegsverbrechen hergehalten wurden. Das Österreich-Ungarische Reich war in erster Linie in den Krieg gezogen, um Serbien eine Lektion zu erteilen oder das Land sogar gänzlich zu vernichten. Die beiden Länder hatten wirklich gar nichts füreinander übrig. Als also Österreich-Ungarn in Serbien einmarschierte, löste das einen breiten serbischen Widerstand aus. Ein Guerillakrieg, der die Österreicher ehrlich bestürzte. Denn ihre aristokratische Führung, die immer noch in der Vergangenheit festhing und den Krieg unter ihren Vorstellungen führen wollte, verfügte, dass man auf brutalste Weise gegen den zivilen Widerstand vorgehen müsste. Und das taten sie. Serbische Zivilisten wurden erschossen, erhängt oder mit dem Bajonett aufgespießt. Die meisten von ihnen waren unschuldige Männer, Frauen und sogar Kinder. Aber die serbischen Guerillas waren gut darin, an der österreichischen Linie für Chaos zu sorgen. Oft warteten sie, bis die Soldaten vorbeiliefen, um sie aus dem Hinterhalt zu erschießen. Das war effektiv, aber hatte seinen Preis. Geschätzte 3.500 Serben wurden in den ersten zwei Wochen der Augustkampagne hingerichtet. Und wir haben heute viele Beweise, denn diese Gräueltaten wurden von den Österreichern nicht versteckt. Im Gegenteil. Oberbefehlshaber Franz Konrad von Hötzendorff wollte, dass die Menschen diese Bestrafungen ansahen. Viele Hinrichtungen wurden fotografiert und veröffentlicht, Massenhinrichtungen und Massengräber. Die Situation sah also so aus. Eine deutsche Vorherrschaft im Osten und Westen und eine entsetzte Bevölkerung, einschließlich 1 Million Belgier, die vor den Eindringlingen flüchtete. Viele Leute, die ehemals gegen einen Krieg waren, entschieden in dieser Woche, dass er im Grunde genommen doch gerechtfertigt war und Deutschland um jeden Preis gestoppt werden musste. Jahre später sieht man, dass die Massaker an der zivilen Bevölkerung im August 1914 ein direkter Faktor für die strengen Konditionen gewesen waren, die dem Deutschen Reich nach dem Krieg auferlegt wurden, welche indirekt oder vielleicht sogar direkt zu Nationalsozialismus und dem Zweiten Weltkrieg geführt haben. In den letzten Folgen haben wir die ersten großen Kämpfe im Westen, Osten und auf dem Balkan behandelt. Klickt hier, um euch die Folge davor anzuschauen. Und wenn ihr noch mehr Informationen zum Ersten Weltkrieg und Backstage-Material zu unserem Kanal wollt, dann liked uns bei Facebook oder folgt uns bei Twitter. Oder macht beides. Bis dann. Bleibt dran.